So, da bin ich wieder mit einer neuen Folge von Subnautica. Ja, wir wollen uns das Wrack jetzt angucken. Und genau das machen wir jetzt. Wir springen raus. Und schauen uns mal an. Hier können wir zum Beispiel schon mal nichts machen. Das ist sehr schade. Hier ist eine weitere Tür, die leider nicht aufgehen möchte. Vielleicht von der Seite? Nein, auch nicht. Kommt man hier irgendwie? Ja, hier kommt man rein. Okay. Also, ich war tatsächlich noch nicht hier. Das freut mich tatsächlich. Das freut mich. Ich wollte es nicht schon wieder tatsächlich sagen. Habe ich meinen Schneider überhaupt dabei? Selbstverständlich habe ich den dabei. So, dann schneiden wir doch mal eine versiegelte Tür auf. Es wäre natürlich zu schön, wenn ich hier jetzt gerade das Schild finden würde. Dass das sehr viel zu bringen scheint. Apropos, gibt es hier noch irgendwas, das ich noch nicht gescannt habe? Nee. Mach jetzt auch mal die Tür kurz auf. Wahrscheinlich ist das nur eine Außentür. Nein, ist es nicht. Bin ich hier in einem Raum, aber hier gibt's. Hier ist nichts drin. Und die Türen, die gehen auch nicht auf. Und hier gibt es eigentlich nichts zu sehen, außer ein Foto von irgendeiner mysteriösen Frau. Dann gehen wir hier wieder raus. Und wir gehen auch einmal komplett raus. Brauch kurz Luft. Hab schon wieder zu viel Zeit verplempert. So, und vielleicht noch kurz einen Happen essen. Damit wir nicht hier irgendwie an Entkräftung und sterben oder sowas. So, eins, zwei, das reicht erstmal. Also dann wieder zurück. So, also nochmal da oben rein. Da konnte man rein, genau. So, hier. So, und dann jetzt hier durch. Okay, hier ist die nächste Tür kaputt. Also wenn so viele Türen kaputt sind, was ist hier drin? Ist doch was drin, warum kann ich das nicht rausnehmen? Schade. Also gut, dann schneiden wir die Tür halt auch noch auf. Also wenn da jetzt nichts Gutes dahinter ist, hinter zwei solchen Türen, dann bin ich enttäuscht. Hallo? Schneide bitte. So, da ist die Datenbox. Also ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Jetzt ist das leider Gottes das so nah. Ich wollte kein so nah. So, hier ist aber nochmal. Hier ist nochmal eine Tür, okay. Ich hoffe, meine Luft reicht da noch. Also auf der einen Seite freue ich mich ja, dass ich die Ausrüstung gefunden habe, aber ich wollte das Schild haben. Wahrscheinlich ist das jetzt die Außentür. Und hier geht es einfach nur noch raus. Nee, hier geht es nicht einfach nur raus. Hier irgendwas? Nee. Warum bin ich dann jetzt gerade hier, wenn es hier nichts gibt? Also, dass mir demnächst die Luft ausgehen wird.
Okay, hier geht's nicht raus. Also das hier war eine dämliche Sackgasse, oder? Ja. Okay, dann müssen wir jetzt wieder zurück, sonst geht mir nämlich gleich die Luft aus. Schade. Also auf der einen Seite, wie gesagt, gut, auf der anderen Seite natürlich schade. Jo, doch. Und hier nochmal durch. Und hier nach draußen. So, einmal Luft geholt. Gut, dann wollen wir hier mal dran vorbeifahren. Was ich natürlich jetzt nicht kontrolliert habe, weiß nicht, ob das ein Fehler ist, ob hier nebendran noch irgendwie was liegt. Aber ich vermute mal, in dem Wrack findet man ein so ein wichtiges Teil und nicht mehrere. So, ich meine, ich früh mich jetzt hier gerade durch die Spalte durch. Und habe immer noch keine Ahnung, wo ich überhaupt hinfahren möchte. Also ich wollte ja zum Südeingang und ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr, wo der ist. Auf jeden Fall nicht auf der Höhe, da müsste ich tiefer gehen. Nicht, dass ich jetzt gerade am Kartenrand angekommen bin. Wobei, da müsste steiler abgehen. Wobei, hier geht steil runter. Ist das der Kartenrand? Wo ist überhaupt jetzt meine Boje? Flusseingang. Ich bin völlig auf der falschen Seite. Also ich bin mittlerweile 700 Meter Richtung Süden. Ich glaube, ich bin echt am Kartenrand angekommen. Sieht mir verdächtig danach aus. Ich drehe lieber um. Also das ist natürlich nur eine Vermutung, aber ich glaube, da ganz so falsch liege ich mit der Vermutung nicht, dass das hier der Kartenrand gewesen sein könnte. Denn wenn ich so weit im Süden bin, weil das hier, der Flusseingang hier, das ist ja der Südeingang vom Lost River. Und wenn ich 800 Meter weiter südlich war, dann ja. Wie gesagt, vermutlich war ich dann Richtung Kartenrand unterwegs gerade. Was habt ihr denn? Was ist denn da? Ist doch gar nichts neben mir. Jetzt ja. So, rausche ich jetzt geradeaus auf eine Wand zu? Ich glaube ja. Aber Leute, ich möchte doch da nach unten. Ich möchte doch nur den Weg dort nach unten wiederfinden. Hier bin ich gerade völlig falsch. Ja, du. Der Warper juckt mich ja nicht, während ich in meinem Zyklop bin. Ich weiß nicht, komme ich hier irgendwie nach unten? Also nach unten komme ich ja schon, aber. Dahin, wo ich möchte, ist die Frage. Wo ist denn jetzt schon wieder da drüben? Ist der Eingang jetzt schon wieder?
effektiv bin ich jetzt 3,50. Ja, Entschuldigung. Okay, ich hänge gerade und fahre mal halt ein Stückchen. So, jetzt hänge ich nicht mehr. So, also nochmal, hier unten, Plus-Eingang, wie komme ich da hin? Gut, ich wäre eigentlich auch nicht direkt dorthin. Moment, was ist das hier jetzt? Das ist einfach eine Höhle. Okay. Ich möchte ja in die Great Barrier Höhlen, wo die Dengasi-Station ist. Ich hatte es ja jetzt schon zum 23. Mal erwähnt, ich war da schon mal. Oh. Ich sollte aber natürlich... Okay, das sind hier jetzt irgendwelche unterirdischen Höhlen. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Ich glaube nicht. Wir fahren da mal oben dran vorbei. Da unten ist der Flusseingang. Wie verdammt nochmal komme ich da hin? Jetzt bin ich bei der Gelsäcke-Boje dann gleich. Da wollte ich nicht hin. Forschen. Ich fahre mal zu der Erforschenboje runter. Da wollte ich zwar jetzt nicht hin, aber wenn ich doch eh schon mal da bin. Moment, das sind doch die beiden Wracks, wo ich schon mal war, oder? Regt sich auf, ist nämlich die Motte. Auch wenn ich da jetzt nicht mehr sicher bin vor dem Warp-Bomb. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ja, das sind die beiden Dinger, die ich schon mal hatte. Okay. Hier geht's tief nach unten. Hier habe ich eine Boje gesetzt. Weil ich hier noch nicht alles erforscht hatte. Vermutlich, weil ich damals, als ich hier war, das Tiefenmodul noch nicht hatte. Und nur bis 300 Meter runter konnte. Ist so mein spontaner Tipp. Komme ich theoretisch mit Zyklopen auch nach unten. Okay, hier ist einfach eine Blut... Hier ist auch Blutöl. Jede Menge. Weiß ich, war ich hier nicht schon mal? Ich glaube, hier war ich schon mal. Kommt mir irgendwie so leicht bekannt vor. Aber diese Degasi-Station, die finde ich doch eigentlich auch mit Boje, Krebs. Wo ist denn der Flusseingang? Wie gesagt, ich möchte ja nicht hin. Aber der ist da hinten. Komme ich doch von hier aus überhaupt nicht hin. Ich überhaupt nicht hin von der Seite. Ich bin gerade völlig woanders, aber ich bin auf jeden Fall... Ich habe ein Wrackteil gefunden, aber wahrscheinlich nur ein Teil und kein richtiges Wrack. Ja, leider. Das wäre schön gewesen. Das
Was haben wir hier eigentlich? Oh, ein Warper. Ist das jetzt der? Dann wäre der Weg da nach drüben jetzt frei. Also ich bin jetzt hier in der Gegend, wo ich auf jeden Fall noch nicht war. Frage ist nur, gibt es hier irgendwas, was ich brauche? Blutöl brauche ich gerade nicht. Ich was zu essen dabei? Ja. 75, da kann ich noch ein bisschen, da kann ich noch ein bisschen warten mit dem Essen. Okay. Das Ding habe ich auch noch nicht gescannt. Will ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. Was ist denn das? Ignoriert er mich? Scannerraum. Ich finde hier unten ein Scannerraumfragment. Interessant. Wer kommt denn hier hin und hat bis dato noch keinen Scannerraum? Verschwinde. Ich will dich hier nicht. Gibt's eigentlich nichts. Das ist einfach nur eine Höhle. Hier gibt es Gelsäcke, hier gibt es Blutöl. Gibt es Warper, die mir wahrscheinlich jetzt gleich auf den Sack gehen. Aber aus der Höhle an sich gibt es eigentlich nichts Besonderes zu berichten. Ja, so ein komischer. Nö, da falls ich den Ausgang wieder finden sollte. Wo ist mein Zyklop? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier ist er. Geil, wie komme ich da jetzt wieder hin? Ach, verdammt! Jetzt bin ich mal wieder zu Tode erschrocken hier. Lass mich doch einfach in Ruhe. Okay, hier komme ich schon mal nicht raus. Sollte ich natürlich auch wieder den Ausgang finden. Möglichst bevor ich irgendwie tot bin. Oh, ich sehe gerade, der hat mich diesmal aber richtig böse erwischt. Wo habe ich denn jetzt nochmal meine... Okay, hier ist, hier komme ich, glaube ich, raus. Ja, das sieht gut aus. Ich habe mich gerade böse erwischt. Also, wo ist hier? Das war das Erforschen-Ding. Das kann ich eigentlich gerade wieder einsammeln. Denn das habe ich soeben getan und hier gibt es leider nichts. Außer Leid und Schmerzen. Ist hier noch was zu entdecken? Ich weiß, ich fahre erstmal kurz zurück zum Zyklopen. Jo, 400 Meter. Ich muss nämlich mal kurz was essen. Nicht nur was essen, sondern mir auch ein Medikit reinpfeifen. So, einmal schnell aufgetaucht. War schon ganz schön weit weg. So, aber die Boje packe ich trotzdem wieder ein, denn hier muss ich nichts mehr erforschen. Ich wüsste nicht, was ich hier nochmal brauche. So, wo bist du hier oben?
Sag, die beiden Frags, die habe ich beide schon durch. Hier gab es ja 27 Mal den Krebsarm, was ich hier völlig übertrieben fand. So. Also dann halt hier rüber, Medikit, sofern ich noch eins hab. Vermutlich nicht. Zumindest hier nicht. Vielleicht unten. Aber nee, hier habe ich eins. Genau. So, schon besser. So, nichtsdestotrotz. Ist hier direkt unter mir der Flusseingang. Fahre ich das mit dem Zyklopen oder fahre ich das mit dem... Ne, ich fahre das mit der Motte. Ich muss den Weg mit der Motte erstmal wiederfinden, bevor ich den mit dem Zyklopen nachfahre. Wo ist jetzt schon wieder dieses dämliche... Hier unten. Muss ich hier runter? Aber Moment, hier war ich ja gerade unten. Das war ja dieser Bereich, wo ich mir selber aufgeschrieben habe, bitte erforschen. Ja, wo bist du jetzt? Boje? Boje? Wo bist du? Es ist hier, Lila. Signalboje? Basis, Krebs? Hä, bin ich jetzt doof? Ach, hier. Direkt unter mir. Vielleicht muss ich hier runter. Ist immer noch unter mir. Immer noch direkt unter mir. Das ist neu. Ich glaube, die Stelle habe ich noch nicht. Aber ich glaube, die kann man nicht mehrmals scannen, oder? Nee. Okay, an der Stelle selbst war ich hier noch nicht. Aber so ein Wassersaugding da. Ach komm, geht doch alle aus dem Weg. Ich bin jetzt gerade frustriert, weil ich den Eingang nicht mehr finde. Da ist der Flusseingang. Muss ich da hinten runter und von hinten ran? Dann hier an diesen Felswänden vielleicht irgendwas. Ist das so eine Felswand, wo so ein komisches Forschungslabor, so eine Außenstelle sein könnte? Ich weiß es nicht. Ich fahre jetzt mal auf die andere Seite und versuche mal von der anderen Seite nochmal ranzukommen. Allerdings werden mich hier wahrscheinlich ein paar Warper nerven. Ich glaube tatsächlich, das ist schon der richtige Weg irgendwie von der Seite ran. Wo ist jetzt nochmal der? Hier unten. 400 Meter. Ah, das ist doch kacke, Mensch. Da markiert man sich's und dann findet man den Weg nicht mehr, weil der Weg nicht direkt hinführt. Ja, ich weiß, ich sollte euch nicht rammen. Ich hab's aus Versehen getan. Ich glaube, ich muss hier lang.
Hier ist so eine komische Krabbe. Doch, doch, das kommt mir hier. Ja, das kommt mir jetzt sehr bekannt vor. Hier die Degasi-Station. Ha, ich habe sie gefunden. Wo komme ich rein? Wo komme ich rein? Hier rein? Nein. Was war das gerade? Hier komme ich rein. Ist meine Motte jetzt tot? So ein Pad. Na super. Ich habe was gefunden, was ich schon kenne. Ach, der Kaffeeautomat. Wer gibt denn da ständig solche komischen Schüsse ab? Ach, das Viech hier. Der jetzt meine Motte vernichtet? Ich weiß es nicht. Ich hoffe ja nicht. Finde ich hier eigentlich noch mehr? Ich sehe nichts. Ja, ich verstehe schon. Schwer beschädigt, okay. Ich muss hier schnell weg. Eine schwer beschädigte Motte retten. So, aussteigen. Reparieren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alles gefunden habe, muss ich gestehen. Ich glaube nicht. Also ich würde sagen, nein. Ich habe bestimmt nicht alles gefunden, was da drin ist. Ich meine, da gab es auch eine Tafel zu finden. Ich habe keine Tafel gefunden. Ich muss nochmal zurück. Lass ich meine Motte am besten hier stehen? Oder fahre ich noch mal ein Stückchen näher ran? Jetzt ist die Frage, Moment, ich habe mich jetzt gerade hier dahinter versteckt. Hier muss ich noch mal runter. Da ist die Station. Ich glaube, ich lasse meine Motte mit Absicht hier ein Stückchen weiter stehen. Moment, der Tintenfisch ist da. Verfolgt er mich etwa? Da sind zwei so Tintenfische. Das ist da auch ein Riesentintenfisch. Hey. So, jetzt bin ich hier drin, zumindest schon mal. Kann ich hier nicht irgendwo nach oben? Hä? Warum kann ich hier nicht nach oben? Das ist doch Kacke. Hier geht's doch nach oben. Ich muss hier noch mehr finden können. Es gibt doch noch was oben. Oder gibt es da noch einen separaten Eingang nach oben? Ich vermute mal, da gibt es noch einen separaten Eingang. Also dieser Tintenfisch, der ist ein bisschen nervig, muss ich gestehen. So, hier oben komme ich hier irgendwie rein. Ja, also hier gibt es auf jeden Fall was. Ich muss jetzt nur den Eingang finden. Hier vielleicht durch die... Ah, hier durch die Luke. Okay.
So, was haben wir hier Nettes? Hier haben wir so ein komisches Aquarium, was die gebaut haben. Hier ist die Treppe. Naja. Hallo? So. Wir haben jetzt so eine Datenbox. Schildgenerator! Juhu! Ach, du bist doch ein dämliches Vieh. Kannst du das mal lassen? Okay, hier gab es nichts mehr. Gibt es noch ein Pad? Integrating new PDA data. Warum gibt es bitte schön Tiere, die EMPs loslassen können? So. Hier, das ist nochmal ein separater Raum. Okay. Da ist sie doch. Die habe ich gesucht. Die brauche ich nämlich. Die brauche ich, um das Kraftfeld zu deaktivieren, eben hier an dem Südeingang. So. Jetzt sollte ich mich. Mann, jetzt sollte ich mich langsam aber wieder auf den Heimweg begeben. Ich habe nämlich keine Luft mehr. Moment, war das der Eingang? Ja. So, wo ist meine Motte? Wo ist meine Motte? Hier drüben. So. Einmal Luft holen. Einmal speichern vor allem. Ist die Frage, wie bin ich hier denn eigentlich nochmal direkt reingekommen? Hier oben gibt es einen Ausgang, glaube ich, oder? Ist das ein Part, wo ich mit dem Zyklopen reinkomme? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, Warpor, verpiss dich. Ich weiß nicht mehr, wie ich. Ich fahre jetzt einfach mit der Motte rein, mir ist es jetzt egal. Denn so tief komme ich. Aber hier müsste ich eigentlich im Zyklopen reinfahren. Aber diesen Riesenkalmar, den gibt es doch auch in der kleinen Format. Ich meine, ich habe das kleine Format bisher erst gesehen. Das erste Mal, dass ich jetzt das Großformat sehe. So, jetzt bin ich hier. Oh Mann, jetzt erschrecke ich schon wieder von den normalen Viechern. So, genau. Genau, hier bin ich und hier gibt es noch einen zweiten Eingang, nämlich hier an der Seite. Wo man hier oben kommt man mit dem Zyklopen rein. Genau, jetzt bin ich wieder hier richtig. Ja, ich bin eigentlich schon wieder am Ende. Aber ich will das Kraftfeld jetzt noch öffnen. So. Das war deine Einfahrt. Okay. Ich musste mir auch nochmal richtig markieren. Ja, aber hier ist ja. Gut, ich habe ja den Schildgenerator jetzt, weil hier ist ja auch ein Phantom. Also wenn man hier vorfährt. Hier ist ein Phantom-Jungtier, genau wie auf der anderen Seite auch. Hier ist er. Ich ziehe mich auch gleich mal wieder zurück, weil wenn der mich entdeckt, dann bin ich tot. Und wir fahren darüber zu dem Schädel hier und zu dem Kraftfeld, das ich ja jetzt theoretisch öffnen kann. Moment, die Tafel habe ich doch, genau, ja. Die Tafel habe ich. Also ich muss mir den Ausgang da noch genauer markieren, dass ich den mit dem Zyklopen auch wiederfinde.
So, jetzt habe ich hier ein schönes Kraftfeld, das ich doch normalerweise jetzt öffnen kann. So, hallo. Was verbirgst du? Eigentlich sollte ich Schluss machen, aber es wäre ein sehr fieser Cliffhanger. So, einheimische Lebensform. Oh, ein Datenkonsole. Fortpflanzung der Tierwelt, okay. Ionenwürfel, Ionenwürfel und noch ein Ionenwürfel. Ach, das war's schon. Fremdartige Forschungsausrüstung. Kreaturenei. Brauche ich das? Ach komm, ich nehme es mit. Wie viel Platz nimmt's weg? Ach, nur eins, das ist okay. Behälter für fremde Pflanzenproben. Okay, das ganze Zeug lesen, das machen wir nicht mehr heute. Das machen wir beim nächsten Mal, denn jetzt haben wir schon 10 nach 1. Ich sollte Schluss machen. Das habe ich schon mal gescannt? Ja. Okay, hier gab es ein paar Dinge zu scannen. Was es alles bedeutet, das werde ich dann beim nächsten Mal erfahren. Weil ich werde es tatsächlich selbst auch nicht lesen. Gut, dann zurück in die Motte. Einmal Luft holen. Welcome aboard, Captain. So. Dann muss ich an der Stelle einfach einen Cut setzen für heute. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.